Da sehen Sie den Lebensgefährten von Edward Gahl, den niederländischen Dressurreiter, Olympia-Silbermedaillengewinner mit dem Team Hans-Peter Minderhut. Wie vom anderen Stern oder vielleicht auch wie ein Fabelwesen, das aus einer mystischen Märchenwelt emporgestiegen zu sein scheint. Morlands Totilas und Edward Gahl.
Totilas und Edward Gahl aus den Niederlanden. Ein Paar im Dressursport, wie es dieser Sport zuvor noch nie miterleben durfte. Ein Geschenk des Himmels. Und ich glaube, es wäre fast einer beleidigenden Störung gleichgekommen, hätte ich mich hier überhaupt nur zu einem Bruchteil des Rittes mit dem Mikrofon eingeschaltet. Dunklen, einfühlsamen Komponisten im Sattel. 90% und mehr sein Weltrekord in der Kür. Zehn Jahre alt erst, dieser Gribaldi-Sohn aus der niederländischen Zucht. Was meinen Sie, wenn jetzt das Ergebnis kommt? Was diese Menschen hier gleich machen. Das Ergebnis muss über 90% liegen, wenn wir wirklich die Relation beibehalten wollen. Höher als bei seinem Europameisterschaftstitelgewinn. Es mag viele geben, die hier vor Jubel verzückt sind. Und so manche, die in sich kehren und einfach in Freude manche Träne auch vergießen.